Da träumten viele vom möglichen Rugby-Pokalfinale zwischen dem Ruderclub Heidelberg und dem SC Neuenheim. Doch der Ruderclub Erpatzte verlor gestern ziemlich klar sein Rückspiel bei Viktoria Linden. Der SC Neuenheim dagegen, der schaffte den Sprung ins Endspiel. Nicht nur, dass man das Hinspiel beim DSV Hannover klar mit 22:3 gewann, sondern auch das Rückspiel beherrschte man eindeutig. Die schönsten Szenen aus diesem Spiel im Folgenden. Aus diesem Gedränge entsteht der ungewöhnlichste Spielzug in diesem Pokalhalbfinale. Der SC Neuenheim in blauer Spielkleidung. Die Hannoveraner Abwehr trickst sich selber aus und Mannschaftskapitän Kai Kocher punktet. Gasseneinwurf und wieder der Sportclub am Ball. Die erste Halbzeit ein Durchmarsch des SCN. Gewagter Vortritt hier noch von Jörg Frauenfeld. Doch den Neuenheimern gelingt an diesem Nachmittag fast alles. Stefan Arnold rettet die Pille, als sie schon fast verloren scheint. Außen läuft Michel Vucic mit. Die 5 Punkte können die Hannoveraner dann selbst durch aggressives Tackling an Peter Schatz nicht verhindern. Nationalspieler Scott Pearson bricht durch. 400 Zuschauer trotz Regenschauern gefesselt von der Angriffsstärke der Neuenheimer. Dieser Versuch am Ende der ersten Halbzeit, der beste dieser Begegnung. Intelligentes Abspiel, Kapitän Kai Kocher. Außen Michel Vucic, gerade noch rechtzeitig gibt er an Jörg Frauenfeld ab. Zur Pause steht es 24:0. Sensationell. Also im Moment würde ich mal sagen, dass wir eine unheimlich gute, homogene Hintermannschaft haben. 3/4, die gut zusammenspielt, sind alle ungefähr so auf einem Niveau. Und Sturm, gut, ist manchmal besser, manchmal schlechter, aber heute haben sie ein super Spiel gemacht. Die Lokalmatadoren profitieren auch von der ausgesprochen schwachen Form der Gäste. Kaum etwas läuft dort zusammen. Von koordiniertem Spielaufbau kann keine Rede sein. Hier fängt Sascha Lück, auch eher einer der 4 Nationalspieler des SCN, die Pille ab. Die Abwehrreihen der Niedersachsen völlig überrascht. Michel Vucic schafft mit einem Vortritt Raum und ungehindert erläuft sich Sascha Lück die nächsten 5 Punkte. Zur Ehrenrettung der Hannoveraner noch diese Szene. Gegen Ende der zweiten Halbzeit drehen die 78er nämlich doch noch einmal auf. Mehrfach setzen sie die Brechstange an, versuchen über die Mitte zu gehen. Dann fasst sich Carsten Seeger dein Herz und lässt das Ei über den linken Flügel laufen. Endstand in dieser herrlichen Schlammschlacht 38:15.